Hey Leute, Martin hier, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wir nehmen jetzt den letzten Dungeon des Spiels in Angriff. Der Teufelsturm. Ja, der Teufelsturm, in dem Ganon haust und dem wir ordentlich aufs Maul hauen werden. Und wenn wir diesen Raum hier durchquert haben mit den Demos, dann kommen wir in diesen Raum mit dieser Schutzaura und diesen bunten Strahlen, die diese Schutzaura anscheinend aufrechterhalten. Und wir müssen in die Räume, die jeweils mit den Tempeln korrespondieren, natürlich, diese Strahlen ausschalten. Und ich werde das jetzt nicht in der Reihenfolge machen, in der wir die Tempel gemacht haben. Und ich werde das auch nicht irgendwie jetzt noch von vorne bis hinten. Als allererstes werde ich das Schattensiegel brechen, denn hier finden wir das Dungeon-Item und das brauchen wir auch noch einmal außerhalb des Dungeons und deswegen werde ich das hier zuerst machen. Also, wir haben dann jetzt hier unsere Feuerpfeile, mit denen wir diese Fackel hier entzünden. Und ich sagte, mit dem wir diese Fackel hier entzünden. Dankeschön. Und dann erscheinen hier so Plattformen und wir können rüberspringen. Und dann müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein, denn hier ist ein Raubschleim. Aber der ist auch nicht weiter schwierig. Als nächstes müssen wir die Fackel ein weiteres Mal anzünden, um noch mehr unsichtbare Plattformen zu aktivieren. Was heißt unsichtbar? Die sind jetzt sichtbar, ne? Und dann müssen wir hier runterspringen. Und zwar ganz vorsichtig. So, und auf den Schalter. Da fliegt jetzt eine Kiste runter. Und wir werden uns dort hochziehen, denn die Plattformen sind wieder verschwunden, nachdem die Fackel ausgegangen ist. Und dann öffnen wir diese Kiste. Und erhalten die Titanhandschuhe. Du fühlst noch größere Kraft in den Armen. Du packst schwere Dinge mit A. Und jetzt haben wir goldene Handschuhe. Ist das nicht cool? So, jetzt geht es hier über einen unsichtbaren Pfad weiter. Und anschließend dieser rostige Schalter mit dem Hammer eingeschlagen wird. Grammatik meine Stärke nicht ist. So. Und dann können wir hier rüberspringen und durch die Tür gehen. Und wir sehen eine seltsame Kugel. Das ist das Siegel, was wir brechen müssen. Und das können wir mit unseren tollen Lichtpfeilen einfach drauf zielen und boom. Und damit haben wir Impa befreit. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Das hatten wir vor. Und jetzt werden wir von dem Licht, wow, ganz nach draußen transportiert. Und wir sehen, das Siegel ist gebrochen. Alles klar. Jetzt, da wir die Titanhandschuhe haben, werde ich den Tempel nochmal verlassen und etwas holen, was wir uns mit diesen Handschuhen holen können. Und dann werden wir die restlichen Siegel brechen gehen. Also, hier ist der Ausgang. Und auf die Zyklopen aufpassen. Aber wenn man in Bewegung bleibt, dann ist das nicht besonders schwer, dem Strahl auszuweichen. Und da sind wir wieder draußen.
Und es geht jetzt hier durch das Tor in das Gebiet, wo wir den Feuerinferno in der Vergangenheit erhalten haben. Ob es jetzt genau die gleiche Fee nur 7 Jahre später ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall am genau gleichen Ort. Nur diesmal versperrt ein riesiger Felsen den Weg und wir können ihn aber jetzt hochheben. Und ihn wegschleudern und ich finde es ziemlich geil. Leider sehen wir das nicht allzu oft. Aber was soll's. Und wir betreten die letzte Feenquelle im Spiel. Und können erstmal die Ocarina wieder hervorholen. Und anschließend spielen wir das Lied. Die Fee des Mutes, ja. Und sie verstärkt unsere Abwehrkraft. Lass mich raten, dein Name ist Actimel. Ja. Und wir erhalten unsere schönen weißen Ränder um unsere Herzen. Und das bedeutet, wir haben doppelt so viel Lebensenergie. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch 40 Herzen. Und das ist schon ziemlich geil. Ist zwar nicht unbedingt nötig, aber doch schon ziemlich genial. Und endlich müssen wir diese hässliche Fratze nicht mehr sehen. Und können jetzt den Rest des Teufelsturms vollkommen gestärkt in Angriff nehmen. Und das werden wir jetzt auch tun. Also. Ein bisschen Rolli-Rolli. Und dann springe ich aus Versehen in den Abgrund. Weil ich gerade abgelenkt worden bin. Und darf den ganzen Weg jetzt nochmal laufen. So. Und wenn wir jetzt die Regenbogenbrücke finden sollten, da ist sie, dann können wir es auch endlich in den Turm schaffen und ohne weitere Umschweife diesen Dungeon in Angriff nehmen. So. Und dann geht's jetzt also weiter. In den Raum hinein. Und noch bevor der Zyklop anfangen kann zu schießen, sind wir hier. Und jetzt nehmen wir die Tempel mal so, wie sie hier sind, gegen den Uhrzeigersinn. Angefangen, oh, ich glaube, mit einem der nervigsten Räume. Obwohl, nee, der Raum geht hier noch. Als erstes taucht hier ein Wolfus auf. Und als nächstes müssen wir wahrscheinlich etwas mit diesen Fackeln machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und erstmal die Pfeile aufheben, das ist cool. Und auch in dieser Truhe finden wir keine Pfeile. Ich dachte, es wären Pfeile, aber wir finden nur einen Rubin. Also, wir brauchen unsere Feuerpfeile und wir brauchen den Feuerinferno. Und als erstes schießen wir da oben die Fackel mit einem Feuerpfeil ab und dann benutzen wir den Feuerinferno, um die 4 Fackeln hier unten zu entzünden. Und das Rätsel ist gelöst. Wir können weiter nach vorne gehen.
Und das hier ist wirklich einer der nervigsten Räume in diesem Spiel. Als erstes lassen wir mal hier eine Kiste erscheinen. Und anschließend müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn, es sind, so Windbläser-Dinger hier. So, wir müssen uns unsere, unsere Stiefelchen anziehen. Unsere Gleitstiefelchen, um hier rüber zu kommen. Und anschließend, was brauchen wir denn hier alles? Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall den Enterhaken und wir brauchen auch eine Bombe. Die Bombe hauptsächlich, um den Kollegen da drüben unschädlich zu machen. Okay, jetzt springe ich hier einfach mal rüber. Ja, okay, das passt. Und hier rüber und hier rüber und hier hoch. So, und jetzt hier rüber. Wow. Und schnell wieder runter. Nein, nicht. Oh, runterfallen ist schlecht, weil runterfallen, ja, wie ihr seht, resettet runterfallen alle Kristalle, alle Rubine wieder und wir dürfen alles nochmal von vorne machen. Nicht sehr gut. So, also. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Und auch der Bimos ist wieder da. Aber was soll's. Als nächstes hier rüber. Und hier rüber. Und hier rüber. Und jetzt haben wir ein schlechtes Timing erwischt, denn jetzt gerade weht der Ventilator und wir müssen warten. So, hier rüber. Oh, 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 oh. Ist immer noch ein kleiner Wind. So, jetzt aufpassen, dass wir nicht nochmal falsch springen. So, jetzt haben wir diesen Schalter hier betätigt. Und können uns zu diesem Ding hier hochziehen, das jetzt erschienen ist. Und das war der letzte Rubin. Und wir können jetzt vorsichtig springen. Ich meine, wir haben den Sprung schon einmal geschafft, aber komm schon. Und endlich haben wir diesen Raum hinter uns und das war das ganze Waldsiegel. Ein sehr, sehr nerviger Raum, aber was will man machen? So. Und das letzte Video war ja ein bisschen kurz, dafür wird dieses Video wahrscheinlich ein bisschen länger. Denn ich habe vor, alle Siegel in diesem Video zu brechen. Und das nächste Video wird dann das letzte sein, in dem wir uns Ganon stellen. Oder Ganondorf, besser gesagt. Und ja, da haben wir Salia. Das Waldsiegel wurde gebrochen und wir sollen uns beeilen. Und auch Salia wird uns jetzt raus teleportieren. Und das war's dann mit dem Waldsiegel. Als nächstes haben wir das Wassersiegel. Hier unten. Und das finde ich nicht so toll. Denn anstatt einem Hommage an den Wassertempel, haben wir hier eher eine Hommage an den an die Eishöhle. Und das ist nicht so toll. So, ich weiß jetzt nicht genau. Gut, dass ich noch eine leere Flasche habe. Ich will nämlich gerne meine Feen behalten. Aber ich glaube, es reicht eine.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Deswegen, also wir lassen mal hier das Feuer raus. Und wir können dann uns nochmal Neues holen. Nur zur Sicherheit, falls wir im nächsten Raum auch was brauchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach ja, und wir müssen die ganzen Gegner hier im Raum besiegen. Denn sonst geht die Tür nicht auf. Und unser Freund hier, den wir schon einmal getroffen haben. Okay, alles klar. Jetzt, die Truhe ist unwichtig, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht ist es sogar eine Falle. Und ja, wir haben 2 Minuten Zeit, um da oben hinzukommen. Als erstes, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich den schieben muss. Ich glaube so. Ja, erst den hier lang und dann hier lang. Ich weiß nicht genau, warum hier ein Zeitlimit ist. Zum Glück hält das Zeitlimit immer an, wenn die Blöcke in Bewegung sind. Aber ob Link erfriert, ich meine, in der Eishöhle ist Link auch nicht erfroren. Insofern verstehe ich diesen ganzen Hype nicht. Und anschließend können wir hier lang, das Ding hier lang schieben und hier raufklettern. Na komm, hier hochklettern, sage ich. Und hier hoch. Und gut, dass ich eine Flamme mitgenommen habe, denn wir müssen tatsächlich etwas schmelzen. Und wir sehen dahinter schon wieder einen rostigen Schalter. Deswegen raus mit dem Hammer. Und das Ding hauen. Und gut ist. So, und das Zeitlimit läuft weiter. Das ist ein bisschen unfair, aber was soll's. Zuallererst gehen wir hier hinten zu diesem Krug. Denn in diesem Krug, das finde ich sehr nett, ist eine Fee. Das heißt, wir haben jetzt 4 Feen. Und das ist doch auch mal nicht schlecht. Also, Enterhaken raus. Und auf geht's. Das war auch alles. Das ist der einzige Raum in diesem Abschnitt. Und schon sind wir beim Siegel. In den Krügen, die man findet, sind meistens Pfeile, Herzen und Magie drin. Da man das ja alles braucht. Also zumindest Pfeile und Magie, um die Siegel zu aktivieren. Und das war Siegel Nummer 3. Wow. Okay. Gut. Fehlen also nur noch 3 Siegel. Feuer, Licht und Geistersiegel sind noch aktiv. Und darum werden wir uns jetzt kümmern. Das Schattensiegel haben wir ja schon gemacht. Um uns die Titanhandschuhe zu holen. Und das Feuersiegel ist als nächstes dran. Also betreten wir mal den Raum. Und sehen, oh, wir haben ein Zeitlimit. Aber dieses Zeitlimit können wir umgehen, indem wir ein allerletztes Mal die Goron-Rüstung anziehen. Denn dann ist das Zeitlimit weg. Sehr gut. So, das hier versinkt. Und auch wieder das Sammeln von silbernen Rubinen ist hier wieder mal ein wichtiger Punkt. Und das Ding sinkt und das Ding sinkt und das Ding sinkt. Und wir springen hier hoch. So. Ganz vorsichtig dem Feuer ausweichen. So, und ihr habt es schon gesehen. Oha. Oha, dass ich schlecht bin. Das habt ihr gesehen. Also nochmal von vorne. Als ob das Video nicht schon lang genug wird, weil ich alle Siegel brechen möchte. Aber wenn ich solche Fehler mache, dann wird es noch länger. So. Und das hier dauert auch eine Ewigkeit. Also, wir können auch einfach so hier hochspringen. Und diesen Felsen hier wegwerfen.
ein weiteres Mal sehen wir die... Ey, ich sagte, wir sehen ein weiteres Mal die wahnsinnige Kraft der Titanhandschuhe. Und haben jetzt die 20 Minuten erreicht, was mir aber sowas von egal ist. Und hier drunter befindet sich ein weiterer, ein weiterer Rubin. Als nächstes, oh oh, springen wir hier rüber und lassen uns von dieser Schnecken, von diesem Schneckenvieh treffen. Und das lässt Magie für uns da, das ist schön. So, dieser Sprung hier ist auch ein bisschen interessant. Und das war der letzte Rubin. Jetzt heißt es nur noch darüber kommen. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Denn ihr seht, da ist ein Ziel an der Wand für den Enterhaken. Und obwohl unser Enterhaken eigentlich ziemlich lang ist, reicht das nicht. Wir müssen hier hin, hier rüber springen. So, und dann mit dem Ding zielen, während es sich nach unten bewegt, um hier rüber zu kommen. Und schon sind wir im Raum und können das nächste Siegel brechen. Und der Pfeil steckt in der Luft. Mitten in Darunia. Das Feuersiegel ist gebrochen. Okay, somit sind es nur noch zwei Siegel, die gebrochen werden müssen. Wow! Als nächstes das Lichtersiegel. Und das ist, was uns da erwartet, das kann man eigentlich nicht vorhersehen. Denn es gab ja keinen Lichtertempel. Auch wenn es mal Gerüchte gab, dass die 3DS-Version von Ocarina of Time einen neuen Tempel, einen Lichttempel, beherbergen soll. Aber diese Gerüchte wurden natürlich schnell wieder verworfen. Aber ja, was könnte uns denn beim Lichtsiegel erwarten? Wir haben keine Ahnung, also schauen wir uns das doch mal an. Und das war übrigens auch das letzte Mal, dass wir die Titanhandschuhe in Action gesehen haben. Okay, wir sehen einige unsichtbare, ja, Gegner in diesem Raum. Und ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, das Auge der Wahrheit rauszuholen, denn das war's schon. Alle Truhen enthalten irgendetwas und da schwebt ein ziemlich pixeliger Pfeil über meinem Kopf. Und das, was uns aber interessiert, ist... In dieser Truhe. Es ist ein kleiner Schlüssel. Ja, dieser Abschnitt ist, dieser Siegelabschnitt ist so eine kleine Schlüsselsammeltruhe. Und diesen Raum hier finde ich echt mal lächerlich. Wir sehen ein Triforce auf dem Boden. Und alles, was wir machen müssen, ist das Lied aller Lieder zu spielen. Und es fällt eine Truhe von der Decke und ich frage mich, was wir in dieser Truhe finden werden. Natürlich ein Schlüssel. Also was das hier soll, weiß ich auch nicht. Aber naja. Und jetzt sind wir wieder in einem Raum, in welchem wir silberne Rubine sammeln müssen. So, um das zu tun, müssen wir natürlich auf die rollenden Felsen Acht geben. Was aber kein Problem ist. Und das waren auch schon alle. Und wenn ich richtig zielen könnte, können wir uns jetzt hier an die Decke ziehen. Und ist das der Raum, wo wir rein müssen? Nein, Moment. Das ist der Raum, wo wir rein müssen. Noch einen Felsen abwarten und... durch die Tür. Und ihr seht, es fehlt ein Siegel. Was also tun? Nun, einfach durch die Wand gehen. Wie wäre es damit? Kleiner Verwirrungsversuch von Nintendo, der aber nicht wirklich funktioniert. Wir deaktivieren das nächste Siegel. Und retten den fetten alten Mann. Und schnell jetzt. Ja, es ist nur noch ein Siegel übrig.
Und das ist das Geistersiegel. Oh mein Gott. Okay, nur noch ein Siegel. Also los, auf geht's. Und dann haben wir alle Siegel deaktiviert. So. Also geht's hier durch. Was haben wir denn hier? Oh, interessant. Eine weitere silberne Rubinsammelaktion. Und ein Deimos, der zwei Bomben braucht. So, wir können uns diese beiden Kristalle holen, indem wir uns die hochziehen. Zack, 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 zack. Oha, das war knapp. So, um an diese silbernen Rubine zu kommen, muss man einfach nur sich hier durchrollen. Und... Na, was mache ich denn hier? So, und... So. Und so, und das war's auch schon. Okay. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt, deswegen wurde ich da auch getroffen. Aber gut. Oh, der nächste Raum. Ein paar Schleimschneckenviecher. Und noch eins. Hey. Ich erwischt. So. Und ja, wenn wir diesen Schalter aktivieren, fällt eine Truhe von der Decke. Und aus dieser Truhe erhalten wir... Krabbelmin. Ja, das Spiel sagt einem immer, ey, du Idiot, du musst Krabbelmin benutzen. Und ja, wir müssen Krabbelmin benutzen. Wo wir jetzt 50 von haben, um diesen Schalter zu aktivieren. Also da vorstellen. Und... Bumm. Und das öffnet die Tür für uns. Und wir können unseren Weg fortsetzen. Und jetzt sind wir in diesem Raum. So, wir müssen eins dieser Gesichter aktivieren. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches. Ich will, wenn es möglich ist, nicht das falsche aktivieren, denn wenn wir ein falsches aktivieren, dann fällt ein... Ich mach was falsch. Ich bin ein Vollidiot. In Majora's Mask geht das nämlich, aber in Ocarina of Time geht das nicht, dass man mit Lichtpfeilen die Sonnen aktiviert. Nein, wir müssen das Spinnennetz an der Decke kaputt schießen, damit Licht hier reinfällt. Und anschließend müssen wir eine dieser Sonnen aktivieren. Und ich glaube, das ist die richtige. Nein, ist es nicht. Und jetzt werdet ihr sehen, was passiert, wenn man das Falsche auswählt. Es ist ein Deckenkratzer. Dann ist es das auch nicht. Verdammt! Ich sehe es wieder kommen. Ich nehme alle Falschen, bevor ich den Richtigen nehme. Oder ich lasse mich von einem Deckengrabscher erwischen. Okay, nee, der ist richtig. Alles klar. Tür ist auf. Und das ist auch gleichzeitig die Siegeltür. Hier befindet sich das letzte Siegel, was wir brechen. Oh, eine halbe Stunde. Das ist doch ganz gut von der Zeit her. Immerhin sind wir am Ende des Spiels. Also, wir aktivieren das letzte Siegel. Oder besser gesagt, wir deaktivieren das letzte Siegel. Haben auch Naburu jetzt befreit. Und alle Siegel gebrochen. Und ein letztes Mal, weil es so schön war. Wow! Et voilà. Das Geistersiegel ist gebrochen. Zip. Und nachdem wir alle Siegel gebrochen haben, kommt diese coole Sequenz, in welcher endlich der Weg nach ganz oben frei ist. Okay, nur noch über die Brücke und durch das Tor und dann geht's auf zu Ganondorf. Das alles im nächsten Part beim Finale von Ocarina of Time. Bis dahin macht es gut und haut rein.